So, das ist Jeff. Und das ist genau das, was die ganze Zeit passiert. Ich lese es ja immer wieder und wie auch beim letzten Video, es war einigen zu kurz. Ich kann das auch verstehen. Aber ich muss auch sagen, ich kann nichts anderes filmen, außer das, was er gerade macht. Weil er hat wirklich auch mit der Hitze zu kämpfen. Ich auch ein bisschen. Es geht. Allerdings ist bei Jeff ist nicht so temperaturabhängig, sondern mehr wie stark die Sonne scheint. Geschuldet ist es natürlich seinem Fell, aber es macht wirklich keinen Sinn, mit ihm irgendwie Touren zu starten oder so. Und sobald die Sonne weg ist, ist es natürlich schlecht zum Filmen. Man kann aber auch nicht so viel aus dem Hund rausholen. Jetzt ist Wochenende, wird es eher so verlaufen, dass wir an irgendwelchen Bächen rumgammeln oder so. Oder vielleicht fahren wir zum See, ich weiß es noch nicht. Es wäre eine Option, aber ihr seht, da kommt nichts. Ne? Eine andere Sache, ihr seht vielleicht, hier ist ein Garten. Wir hätten die Möglichkeit, diesen Garten zu übernehmen. Wir können da vielleicht mal dran vorbeilaufen. Na, Chef, komm. Und uns die Sache mal anschauen. Die Sache ist, das ist schon etwas verwachsen. Das würde jetzt aber gar nicht so das Problem darstellen. Wie ihr seht, das sind Tannen. Die Seite könnte man gut lassen. Die Sache ist nur die, wenn ich das übernehme mit Jeff, ob man nicht diese ganze Wand da weghaut, weil es ist auch so mit hier diesen Beeren. Das ist zwar vielleicht ein oder andere Mal schmackhaft, aber das wächst halt wie Sau. Und ob man da nicht einfach irgendwas Einfaches hinklatscht. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland wieder erlaubt ist, ob man da nicht einfach so eine kleine Steinmauer hinbauen kann. Oder ob man da wieder... Jeff! Rennt schon wieder vor, ob man da irgendwie wieder eine Sondergenehmigung braucht. Wie ihr seht, es geht eigentlich. Da hinten steht sogar eine kleine Hütte, aber es ist halt wirklich alles vollgemüllt. Ja? Also es ist, es gehört einem Frührentner, der jetzt irgendwie so einen Schlaganfall oder irgendwie eine Lähmung oder so erfahren hat. Und deswegen kann er sich hierum nicht kümmern. Hier ist natürlich die Sache mit dem Busch. Ne? Und mit dem Gras. Aber wie gesagt, das sind vielleicht 1 bis 2 Tage. Dann wäre die Sache eigentlich auch gegessen. Wir schauen mal von der anderen Seite, da sieht man das besser. Der Jeff, der hat wieder gar keine Augen im Kopf. Das hier ist ein anderer Garten. Es wäre vielleicht eine Option. Ne, Jeff? Wir sind uns da noch gar nicht so sicher, weil das ist natürlich auch eine gewisse Arbeit, nicht eine einmalige, sondern es ist halt auch eine dauerhafte Verpflichtung, sage ich jetzt mal, obwohl man das natürlich auch ein bisschen ruhen lassen kann. Das wäre eben nur praktisch für den Chef, ne? Ich meine, dann kann man sich auch mit dem Laptop hier hinsetzen und der Hund ist hier ein bisschen im Grünen. Wie gesagt, das ist eine kleine Hütte. Die ist allerdings voll mit Gerümpel, mit, ja, es ist undefinierbar für mich. Das sind halt solche Sachen, die ältere Leute ansammeln. Hier ist so ein kleiner Zaun. Den müsste man halt auch machen, ne? Mal schauen.